Hola, ich bin Lua und heute habe ich die Fairyloot Box für den Monat August dabei. Und ich würde sagen, wir machen die gleich mal auf. So sieht die Box aus, wenn man die aufmacht. Obendrauf liegt gleich die Spoilerkarte für diesen Monat. Und das Thema für diesen Monat ist Tell Me Lies, also Erzähl mir Lügen. Und ich finde, das Artwork sieht doch relativ vielversprechend aus. Wir legen die aber natürlich erstmal zur Seite, denn wir wollen ja nicht gespoilert werden, was in der Box ist. Und schauen uns das erste Item an, was hier oben drauf liegt. Und das ist diese kleine, ja, Tasche aus Stoff und die ist sehr hart an den Seiten und hat hier dieses sehr hübsche goldene Muster eingearbeitet mit einer Sonne und so. Ich weiß nicht, sind das Äste mit Blumen? Ich kriege ein bisschen Shadow and Bone Vibes, aber vielleicht auch nur, weil ich das Buch gerade erst fertig gelesen habe. Aber ja, ich mache die mal auf. Okay, ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt, aber wir haben hier oben ein kleines Fach, wo man was reinstecken kann. Und hier in der Mitte sieht es aus wie für Ringe oder Ohrringe, so zum Reinstecken. Und ich gehe deswegen mal stark davon aus, dass das eine kleine Schmucktasche ist, so zum Transport, wenn man irgendwie, weiß nicht, in den Urlaub fährt oder sonst wohin, dass man seinen Schmuck da drin verstauen kann und halt nicht alle Ketten verknoten und alles hin und her fliegt und so. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ich finde, die Tasche sieht extrem süß aus. Sie sieht auch, also sie fühlt sich sehr robust gemacht an. Und ja, hätte ich nicht erwartet, dass sowas mit reinkommt. Ich habe auch gar nicht an sowas gedacht, tatsächlich als Fairyloot-Item. Aber ich finde es sehr, sehr, sehr süß. Lass uns mal gucken, ob das wirklich Shadow and Bone inspired ist oder von etwas anderem. Die Celestial Jewelry Box von Ed Jess Hawk designed. New Item Alert. This box is perfect for travel and the safekeeping of your most precious. Oh Gott. Of your most precious jewelry pieces. The design is inspired by our featured book of the month. Okay, also nicht Shadow and Bone, sondern das Buch, was unten in der Box drin ist. Was ich ja noch nicht weiß. Aber dann gucken wir mal, was es ist. Und ich nehme einfach erstmal das zweite Item heraus. Das liegt hier unter den Frillies und ist eine Tasche. So eine Tasche aus so Leinenstoff. Und sieht aus wie ein Bücherregal. Okay, erkennen wir dann. Sind hier Bücher? Titel: This Violent Delight, Once Upon a Broken Heart, From Blood and Ash. Das ist sehr cool, weil das sind alles so Bücher, die Fairyloot halt entweder in den Boxen hatte, zum Beispiel halt, ja, Once Upon a Broken Heart oder Jade Fire Gold sehe ich hier, oder halt Bücher, von denen öfters schon Items inspiriert waren, wie zum Beispiel Kingdom of the Wicked. Und ja, das finde ich sehr, sehr cool. Ich finde ja normalerweise so farbige, so ja, Tote Bags oder Leinenbeutel, Jutebeutel, was auch immer man dazu sagen will, meist ein bisschen übertrieben. Also Fairyloot hatte auch schon eine dabei oder zwei, die so sehr bunt, sehr in your face waren. Aber das hier finde ich actually cute. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das meine neue Thalia-Büchertasche wird, weil die sehr süß ist. Okay, haben wir dazu Infos? Die Bookshelf Tote, designed by Ed Shadinora. The perfect tote to take to the bookstore. Ja, habe ich vor. It features so many of our favorite books. Do you spot any of yours? Also, ich habe ja schon ein paar vorgelesen. Da waren definitiv ein paar Favorites schon bei. Aber ja, sehr cool. Sehr nützliche Items bis jetzt wieder. Ich bin ja ein Fan von nützlichen Items, weil irgendwann hat man einfach nicht mehr genug Regal, um sich die hübschen Sachen hinzustellen. Deswegen ist es gut, wenn man die Sachen immer auch mal benutzen kann. Wir machen weiter mit dem, was ich als nächstes aus der Box ziehe. Und es sah kurz aus wie eine Tafel Schokolade. Also es kommt hier in dieser Verpackung. Da steht drauf: Romeo and Juliet Listpad. Designed by Ed Katharina Book Designs. Okay, ein Listpad ist wahrscheinlich einfach eine Notepad, also irgendwas, wo ich mir Notizen machen kann.
Wir öffnen die süße Verpackung, die aber ein wenig deceiving war. Und ja, das hier, so, ist das Listpad. Man hat also hier die Notizzeilen und hier hinten ein kleines Kästchen zum Abhaken. Und da ist ein Zitat drauf. These violent delights have violent ends. Ein Zitat aus Romeo und Julia, wie er auf der Verpackung stand. Aber könnte halt auch von These Violent Delights, dem Buch, sein, was ja Romeo und Julia inspiriert ist. Auf jeden Fall, ich liebe so kleine Abhaklisten. Ich mache das tatsächlich relativ gerne und die werden bei mir sehr gut zu Nutzen kommen. Vor allen Dingen, weil ich demnächst in den Urlaub fahre und ein Packlisten-Fanatiker bin, weil ich immer Angst habe, dass ich irgendwas Wichtiges vergesse. Also ja, cool, nützlich, ich lieb's. Zu dem Listpad, das, von wem es designt, das habe ich ja schon gesagt. This handy Listpad features a quote from Romeo and Juliet by William Shakespeare. Okay, also nichts Neues dabei. Nächstes Item. Wieder in einer kleinen Verpackung. Und es ist ein Pin. Und wer schon ein anderes Unboxing von mir gesehen hat, weiß, ich liebe Pins. Und der Rucksack wird irgendwann kommen, auf den ich die kompletten Pins alle anbringe. Irgendwann. Dieser Pin hier ist in so schwarz und gold. Ich hoffe, man sieht das und die Reflexion stört nicht zu sehr. Und es ist eine Hand, die einen, ja, Käfig hält und in dem Käfig ist ein Schloss drin. Ich muss dazu sagen, Gilded habe ich noch nicht gelesen, auch wenn ich definitiv das auf der Liste stehen habe. Aber der Pin sieht sehr süß aus, sehr hübsch. Und hier unten steht noch Designed by @noonedesigns, aber das O von der One ist eine Null, falls man den suchen möchte. Genau, the intricate enamel pin is inspired by Gilded by Marissa Meyer. Und hier habt ihr die Autorin auch noch dazu. Gut, das waren alle Items, die hier auf der Buchtasche liegen. Ich gucke nochmal unter die Buchtasche, weil sich da ja meist die Tarotkarten verbergen. Und wir haben sogar nicht nur die Tarotkarten hier. Oha! Wir haben auch die nächsten Collectible-Lesezeichen dabei, die immer von irgendwelchen... da sind mir gerade runtergefallen. Die immer von irgendwelchen Gottheiten inspiriert sind. Und wir haben hier Nummer 5 mit einem... ich behaupte jetzt einfach mal ägyptischen Gott, den ich nicht benennen kann, weil ich mich mit ägyptischen Gottheiten nicht wirklich auskenne. Und auf der anderen Seite haben wir Nummer 6, diese rothaarige Frau, von der ich euch auch gerade nicht sagen kann, wer das ist. Aber auf jeden Fall sind die beiden wieder so mit diesen folierten Details in Rot und Gold und sehen, ja, sind Lesezeichen, ne? Hinten wieder diese Collectible-Nummer drauf und das Fairyloot-Design. Das heißt, ich muss jetzt mal spicken, wer die beiden sind. Und hier steht, erstmal sind sie von @GraceZooArt designt und sie zeigen Anansi und Apate. Ich würde sagen, das ist Anansi, aber ich bin mir nicht sicher und das würde das zu Apate machen, aber fragt mich nicht. Solange es nicht irgendwie ein berühmter griechischer Gott ist, bin ich tatsächlich einfach raus bei der Sache. So viel zu den Bookmarks. Dann haben wir aber tatsächlich noch die Tarotkarten, die ich auch gerade rausgefischt habe. Und hier haben wir Justice, also Gerechtigkeit, und The Wheel of Fortune, also ja, das Glücksrad. Und ich glaube, ich kenne die Charaktere und da bin ich immer sehr stolz auf mich. Ich denke, die sind aus dem Januarbuch in der Fairyloot Box. Only a Monster, genau, von Vanessa Lenn. Glaube ich, habe es sogar richtig gesagt. Das Unboxing ist auf jeden Fall oben verlinkt, damit ihr euch das angucken könnt. Und das hier ist die Hauptfigur, deren Name mir gerade nicht mehr einfällt. Joan. Joan heißt die Gute. Und das hier sind Aaron, den kenne ich, also Aaron natürlich. Und der zweite heißt Nick, genau. Aaron der Blonde, Nick der Braunhaarige. Und
ja, das sind die drei, sage ich jetzt mal, Hauptfiguren aus dem Buch. Ein sehr gutes Buch übrigens, kann ich sehr empfehlen. Es geht um Zeitreisen, aber es ist sehr gut gemacht. Genau, und jetzt bleibt uns nur noch das Buch, was ich hier mal von den Frillies befreie. So sieht das Buch aus in seiner Tasche, wie jedes Mal. Erstmal holen wir natürlich den ganzen Spaß raus, der nicht zum Buch gehört. Hier haben wir einmal den Fairy Scoop mit dem Interview mit dem oder der Autorin. Und Releases für den Monat, die spannend sein können. Und dem Thema für den nächsten Monat. Und das ist Farewell, my love. Also, es ist nicht auf Wiedersehen, weil Farewell ist, glaube ich, dass man sich nicht wieder sieht. Aber so auf Wiedersehen, meine Liebe, oder tschüss. Genau, das ist das Thema für den September. Ein sehr trauriges Thema. Aber wir gucken erstmal weiter. Dann haben wir noch, wie jeden Monat, das Lesezeichen mit dem Artwork von der Spoiler-Card. Sehr süß. Und zu guter Letzt das Character-Artwork. Und es sieht ein wenig Asian-inspired aus. Ich weiß nicht, ob ihr die Vibes auch seht, aber ich sehe es. Und hinten drauf ist der Autorenbrief, den man eventuell lesen konnte, je nachdem, wie meine Kamera fokussiert hat. Und dann kommen wir zum Buch und ich sehe schon, es hat dunkelblaue Edges, so wie es aussieht. Ich sehe die Rückseite. Das ist das Buch Violet Made Out of Thorns von Gina Shen. Es sieht sehr pretty aus, dieser Sonnenuntergang mit dem Farbverlauf und hier dem kleinen Dorf unten und dann noch den, ja, dem dornigen Strauß aus. Was war Violet für eine Pflanze auf Deutsch? Ich weiß es nicht, aber es ist eine Pflanze. Hinten sehr ähnlich vom Design her. Und die Edges sind doch nicht blau, sondern haben so einen schönen Verlauf, wie ein Sonnenuntergang. Von blau zu rot würde ich es noch nennen. Und oben ist es halt blau und unten geht es in diesem Rot weiter. Was ich sehr, sehr, sehr hübsch finde. Und dann hat das Ganze hier, habe ich auch gerade entdeckt, ein Lesezeichen, also so ein kleines Band, was ich auch immer sehr gut finde, weil die kann man nicht verlieren. Oh, dann ist hier gerade noch was rausgefallen und das sieht aus wie die Autorenunterschrift. Also diesmal gibt es die auf einer Karte, die man dann in das Buch einkleben kann. Und es ist nicht direkt im Buch unterschrieben, was auch völlig fein ist. Vielleicht hat das mit den Printer-Sachen nicht so richtig geklappt zeitlich. Und dann, weiß nicht, ich finde Unterschrift ist so oder so toll, egal auf welche Art. Okay, hinten drauf steht nur Praise von anderen Autoren, also nichts zum Inhalt. Also gucken wir uns das Buch mal nackt an. Und wir haben wieder ein aufgedrucktes Design statt Folierungen von, ja, dieser Stadt, diesem Ort, um den es wahrscheinlich geht. Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde die Folierungen immer besser. Also, ja, das sieht süß aus, auf jeden Fall will ich nichts gegen sagen, aber ich finde die Folierungen haben sowas Edles, wenn man das so nennen kann. Also, es ist okay. Haben wir dann, ja, wir haben innen einmal das Artwork von dem Autorenbrief von dieser Dame. Und hinten haben wir auch ein Artwork von einem jungen Herrn mit roten Haaren. Also vielleicht doch nicht Asian inspired? Bin ich mir nicht so sicher. Gut. Eine Unterschrift müssen wir jetzt nicht suchen, weil die ja auf der Karte war. Aber haben wir, ja. Wir haben eine Karte, eine sehr niedlich gezeichnete Karte. Das Papier fühlt sich irgendwie sehr weich an. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Die Karte ist vom Sun Capital, also der Sonnenhauptstadt. Und sieht sehr süß aus. Schön, wenn es hauptsächlich in dieser Stadt spielt, ist es halt schön, wenn man so gucken kann, wo die ganzen Distrikte liegen und was auch immer. Sehr süß. Okay, dann ziehe ich das Buch mal wieder an und wir lesen, worum es überhaupt geht. So,
Violet is a prophet and a liar, influencing the royal court with her cleverly phrased and not always true divinations. Honesty is for suckers, like the oh-so-not-charming Prince Cyrus, who plans to strip Violet of her official role once he's crowned at the end of the summer. Unless Violet does something about it. Also die Hauptfigur heißt Violet und ist eine Art Wahrsagerin am Königshof und hat anscheinend so ein bisschen Stress mit dem Prinzen Cyrus, weil der ihr ihren Job wegnehmen möchte, sobald er gekrönt wird. Und sie will etwas dagegen unternehmen. But when the king asks her to falsely prophesy Cyrus's love story for an upcoming ball, Violet awakens a dreaded curse, one that will end in either damnation or salvation for the kingdom, all depending on the prince's choice of future bride. Violet faces her own choice, seize control of her destiny, no matter the cost, or give in to the ill-fated attraction growing between her and Cyrus. Okay, der König will, dass Violet die Zukunft von Cyrus vorhersagt, aber falsch. Und damit erweckt sie einen Fluch und ob das Königreich gerettet wird oder untergeht, hängt von der Wahl von Cyrus' Braut ab. Und sie hat nun die Wahl, ihre Zukunft selbst zu behalten, die sie sich angedacht hat, oder der wachsenden Zuneigung zu Cyrus nachzugeben. Gott, die Namen. Was sich schon mal vielversprechend anhört, also klingt so ein bisschen wie Enemies to Lovers und da bin ich ja voll dabei. Wir lesen aber erstmal weiter. Violet's wits may protect her in the cutthroat court, but they can't change her fate. And as the boundary between hatred and love grows even thinner with the prince, Violet must untangle a wicked web of deceit to save herself and the kingdom. Or doom them all. Also, ja, Violet muss sehr viele Lügen aufdecken und sehr viele Wahrheiten finden, um sich und das Königreich zu retten. Und sie verliebt sich immer mehr in den Prinzen, was sie super anhört. Okay, dann steht hier noch, a darkly enchanting fantasy debut about a morally grey witch, a cursed prince and a prophecy that ignites their fate, twisted destinies. Perfect for fans of The Cruel Prince and Serpent and Dove. Was sehr witzig ist, weil ich Serpent and Dove gerade lese und absolut gut finde. Und The Cruel Prince auch gelesen habe und auch nicht schlecht fand. Und ja, es geht also um eine, ja, moralisch graue Hexe. Also eine Hexe, die weder gut noch böse zu sein scheint. Und einen verfluchten Prinzen und eine Prophezeiung, die ihre Schicksale zusammenbringt. So viel zu meinen schlechten Übersetzungen von Büchern, aber das Buch hört sich sehr, sehr gut an. In letzter Zeit macht Fairyloot wieder wirklich einiges gut, was die Bücher angeht. Eine Zeit lang war ich tatsächlich ein bisschen raus, muss ich sagen, aus deren Bücher-Choices und habe die Bücher auch nicht mehr gelesen. Aber jetzt bin ich bin wieder dabei. Wir gucken noch ein letztes Mal auf die Spoilerkarte, ob sie uns noch was zu dem Buch sagt. Also, die Beschreibung ist tatsächlich fast die gleiche, wie ich sie gerade im Buch vorgelesen habe, aber die Fairyloot-exklusive Edition hat ein exklusives Cover, diese Ombre-Edges, also die Buchkanten, die bunten, Artwork, was auf das Hardcover geprintet ist und das ist von @_saintdri, also D-R-I, dann Artwork auf diesen Endpapers vom gleichen Künstler. Und kommt mit dieser Signed Bookplate. Genau. Und dann gibt es noch was über den Autorletter. Aber das ist relativ unwichtig. Ja, das war die Fairyloot Box für den Monat August. Und wenn ich mein Lieblingsitem benennen sollte, ist es diesmal ganz klar diese kleine Schmucktasche, weil ich einfach die Idee dahinter sehr gut finde und ich die Verarbeitung auch sehr gut finde und jetzt endlich mal einen Platz für meine ganzen Ohrringe habe und die nicht mehr wahllos in irgendeiner Schublade rumliegen. Also ja, ganz klar mein Favorit diesen Monat. Und damit war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe auch, ihr denkt vielleicht drüber danach, meinen Kanal zu abonnieren. Das hilft mir sehr und dann seid ihr auch für das oder die nächsten Videos dabei. Ansonsten schaut gerne mal auf meinem Instagram- oder TikTok-Kanal vorbei, da mache ich auch Bücher-Content und die sind beide unten in der Beschreibung verlinkt.
Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!